ich hatte so die Sorge über, also wie gesagt, ich bin jetzt nicht so informiert, aber über solche Nischen, die dann entstehen. Zum Beispiel, ja, um bei dem Beispiel mit dem Kupsch mal anzuknüpfen, irgendwie, dass dann diese Währung gegeneinander ausgespielt wird. Dass der Kupsch dann aus irgendeinem Grund sagt, in der Parallelwährung ist das Brot günstiger als in der anderen Währung oder was weiß ich. Und dann auch so, wenn das, je nachdem, ich weiß ja nicht, also ich kenne mich jetzt nicht so aus mit dem Finanzsystem, aber wenn jetzt diese Währung in Anführungsstrichen auch auf den Markt gehen würde, das wäre, finde ich, auch gefährlich, weil das hat ja dann direkt wieder Einfluss auch auf den internen Gegenwert. Ne? Also wenn ich jetzt sage, 1 Euro gleich 1,10 Euro, ich sage, nein, 1,10 in der Parallelwährung, und wenn das dann auch wieder freigestellt werden würde, das, denke ich, wäre ja ziemlich sehr gefährlich. Und ich denke, ständig würden sich Menschen damit beschäftigen, um irgendwelche Nischen aus, das ist halt so, Nischen auszuschlagen, wie sich was, wo, wie, wann günstiger verkauft. Und also das ist so automatisch, obwohl ich das Modell wirklich gut finde, auch so, was ich bisher vereinzelt gehört habe, aber da mache ich mir automatisch Sorgen irgendwie so. Da kann ich auf jeden Fall ein paar Punkte entkräften, weil, wie gesagt, das eine ist ja das Thema, dass es privatrechtlich organisiert wird, das heißt, es gibt Verträge. Das heißt aber auch, in diesen Verträgen wird festgelegt, dass auf jeden Fall die Parität so weit erhalten bleiben muss, dass die Parallelwährung sozusagen nicht aufgepreist werden darf. Das heißt, wenn etwas 1 Euro kostet, darf es auch in der Parallelwährung maximal 1 Euro kosten. Aber natürlich hat die Parallelwährung wiederum Vorteile. Das heißt, es darf in der Parallelwährung auch 90 Cent kosten. Das ist okay. Billiger geht, höher darf nicht. Also es darf kein Aufschlag von dem Unternehmen erfolgen in dieser Parallelwährung, um genau das im Endeffekt zu deckeln, zu sagen, ich lasse mir hier die Kosten doch nicht sozusagen in der Parallelwährung, von wegen dann ist das Grundeinkommen sowieso gleich witzlos, weil wenn es dann zwar 1000 Euro ausgezahlt wird, ist aber dann wieder bloß noch ein Kaufwert am Ende von 100 Euro hat, dann bringt es mir nichts. Das heißt deswegen, also die Deckelung in den Verträgen wird gewährleistet. Auf der anderen Seite, das Thema auf dem Markt gibt es, ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen schon mal vom Thema Bitcoin gehört hat. Das ist im Endeffekt eine neue elektronische Internetwährung, die, ich lasse mal da beiseite, wie die jetzt gemacht wird, aber es ist eine elektronische Währung, die einfach gemacht wird als elektronische digitale Dateninformation. Und bei der ist es so, die hat auch keinen echten Wechselkurs. Also sie hat keinen, also niemand tauscht oder kann die 4 Euro herausgeben, aber es hat sich ein Markt gebildet, der diese Währungseinheiten trotzdem tauscht. Das heißt, es ist ein Unterschied, ob ich als Institution sage, ich erzeuge diese Parallelwährung und biete gleichzeitig an, hier zu tauschen, oder ob ich sage, also was ihr privatrechtlich dagegen kauft oder verkauft, ob du jetzt ein Auto für diese Parallelwährung kaufst, ob du ein Brot dafür kaufst oder ob du Euros dafür kaufst, das ist deine Geschichte, das geht mich nichts an. Und das, darauf kann ich, also deswegen, also dieser Wechselkurs ist frei. Das heißt, es wird eventuell auch Leute geben, die sagen, okay, ich bin bereit, hier die Euros zu tauschen, aufgrund welcher, auch warum auch immer du sie haben willst. Also, weil natürlich gibt es bestimmt Leute, die eben so viel Parallelwährung dann einnehmen, zu sagen, ich brauche Euros. Das heißt, es wird sich ein Markt bilden für andere Leute, die wissen, okay, ich will jetzt eh was einkaufen, das kann ich entweder 10.000 Euro ausgeben oder ich kann 5.000 Euro und 5.000 Parallelwährung ausgeben. Das heißt, ich könnte mir vielleicht einen Bonus verdienen, indem ich eben 5.000 Euro tausche, die Parallelwährung, und dann erst einkaufen gehe. Wie gesagt, das ist dann freier Markt. Aber das stört eben aufgrund dieser Parität mit der Preisbindung sozusagen, dass sie nominal den Euro nicht übersteigen dürfen, ist es für die Unternehmen, für die Umsätze gedeckelt. Also für den direkten Verkauf von Waren. Die dürfen sozusagen nicht mehr Euros verlangen, also nicht mehr Parallelwährung verlangen, als die Euros verlangen. Das ist vielleicht so ein bisschen zur Beruhigung. Es ist ein Vertragsverhältnis. Ist das okay? Ja, vielen Dank. Das war jetzt sehr hilfreich. Ich habe noch mal am Anfang des Vortrages, da hatte ich eine Frage. Und zwar, mich hatte einfach interessiert, die Häufigkeit, wenn jetzt Privatisierungs- oder Neugründung von Firmen sind, wie ist denn da die Verteilung, dass Leute das nur mit ihrem privaten Vermögen schaffen oder aber dann in Dings, wie heißt es? Dass sie Fremdkapital aufnehmen. Ja, danke. Also ich kann dazu keine genauen Zahlen sagen, weil es ist auch sehr individuell, je nachdem, wie viel Geld wird gemacht, welche Branche ist es. Also viele von denen, ich weiß es, die erste Stufe der Gründung ist sozusagen Privatkapital. Das heißt Freunde, Bekannte, Kollegen, Eigenkapital, soweit man was gespart hat. Danach geht es dann los, wenn man so die ersten wirklichen Strategien hat, die ersten wirklichen Ideen und dann merkt man, braucht mehr Kapital, dann geht man so an, das sind Venture Capitalist, da gibt es verschiedene Spezialisierungen, die sich in bestimmten Bereichen
dann die Unternehmen tatsächlich mit echtem Fremdkapital ausstatten, im Sinne von Krediten oder von stillen Teilhabern oder ähnlichem, je nachdem auf Rechtsstruktur. Und erst in der nächstgrößeren Ebene, wenn sozusagen das Unternehmen langsam etabliert ist, dann geht es an den offenen Markt, wie zum Beispiel den Aktienmarkt, und holt sich darüber über Aktienemissionen Geld oder direkt zu Banken, wenn sie dann schon mal Umsätze gemacht haben, weil Banken steigen ungern in etwas ein, wo sie nicht schon ein paar Bilanzen angucken können, dass da auch Geld zurückfließt. Also das, aber ich kann dazu keine Prozente sagen. Ich weiß nur, dass es gibt wenig Unternehmen, die Aktien sozusagen als Finanzspritze nutzen. Umgekehrt ist das aber natürlich aufgrund der Menge, aufgrund des Geldes, was dann fließt, absolut gesehen natürlich ein großer Anteil. Also deswegen ist es eher dann wieder, guckt man es pro Unternehmen an oder guckt man es auch in der Gesamtfinanzierung so machen. Weil klar, das Banken- und das Aktienkapital ist natürlich eine der größten Posten, weil da sehr viel Geld umgesetzt wird. Aber ich kann dazu keine genaueren Zahlen erzählen. Und letzte Frage, ich wollte fragen, ob es Untersuchungen zu dem Thema gibt, inwiefern das angenommen werden würde, also so von diesen Marktforschungsinstituten, was die Leute da so im Schnitt zu sagen, dass es eher so positiv gesehen wird oder eher in Richtung negativ, oder dass man, ist es die Verteilung 50-50? Also um da kurz drauf zu antworten, ich wüsste nicht, dass eine Marktstudie direkt eine Befragung gemacht hat nach einer parallelwährungsfinanzierten Grundeinkommen. Also von daher gibt es dazu keine Aussagen. Dankeschön. Du hast vorhin gesagt, parallele Währung wird ausgeschüttet. Also wer schüttet eigentlich wovon aus? Ja. Das habe ich nicht verstanden. Okay, ich habe auch nicht den Eindruck, dass du das schon geschildert hättest. Ja, das ist im Endeffekt das Problem des Verständnisses der Geldschöpfung. Also eben das klassische Beispiel, heute die Kreditgeldschöpfung ist soweit klar, oder? Das sagt mir was, ja. Gut, also eben in dem anderen System findet... das Problem ist, dass es einfach eigentlich zu simpel ist, um da ein großes Problem draus zu machen. Das heißt, ich kann mich jetzt hier hinstellen, schreibe auf dieses hier 1000 Parallelwährungen drauf, gebe dir den Zettel und du gehst jetzt da vorne ins Hotel. Die sagen dir, okay, für 1000 Parallelwährungen können Sie hier eine Woche wohnen. Wir haben gerade das Geld geschöpft. So machen es ja die anderen auch. Die Regionalwährungen zum Teil oder zum Beispiel die Talente-Tauschringe. Also die Tauschringe arbeiten vor allen Dingen so von wegen, ja, ich schreibe es einfach irgendwo drauf, ob das jetzt ein elektronisches Konto ist oder nicht. Und das ist genau der Punkt, wie es da natürlich auch funktioniert. Das Einzige, was anders ist, das ist diese zentrale Institution. Na gut, auch bei den Tauschringen gibt es sozusagen einen Server oder eine Person, die diese Buchhaltung durchführt. Ja. Bei diesem Grundeinkommen muss natürlich noch eine etwas stärker aufgesetzte Institution sein. Das heißt, ich weiß noch nicht, was das für eine Rechtsform ist, ob das in der Form von einer Stiftung macht oder auch in der Form von einem... juristischen Personen, GmbH, AG. Auf jeden Fall muss es ein größeres Unternehmen sein, was natürlich dieses Vertrauen auch bietet. Weil die Regionalwährungen sind meistens von kleinen Gruppen, meistens durch Vereine getragen. Aber wie gesagt, ich habe vorhin von Umsätzen gesprochen, die im Milliardenbereich liegen, wenn das System mal irgendwo läuft. Das kann ich nicht durch einen Verein tragen lassen. Das ist, denke ich, auch vom Rechtssubjekt, wenn ein Kupsch sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie 500.000 Euro, also 500.000 Umsatz in dieser Parallelwährung. Und ich spreche dann mit einem Verein, das ist mir zu unsicher. Ja, und das wäre ja auch bei 500.000, sagen wir mal, er hätte den Umsatz und er bezahlt seine Lieferanten und so weiter und so fort und hat Ende des Monats noch 70.000 da, dann geht er wieder 1% erstmal weg. Mhm. Na? 1% weg, gut, okay, es weiß nicht, wie der Kupsch das findet, weil er braucht ja auch wieder, zum Unternehmen braucht er auch sein Kapital. Also wenn das, gut, es ist ja ein bestehendes Unternehmen, ist ja was anderes als ein Hedgefonds, weil du ja, es ist ja im Fluss. Es werden Waren gekauft, es werden Waren verkauft. Ich meine, ich habe so den Eindruck, wenn ich das richtig verstanden habe, dass diese alternative Währung darauf abzielt, eben wenig totes Kapital zu haben. Also dass es nicht darauf abzielt, dass Leute immer reicher werden, indem sie ihr Geld einfach arbeiten lassen, in Anführungszeichen, ja, was ja wieder über dieses Schuldgeldsystem nur funktionieren kann, sondern dass das sozusagen lebendig bleibt, nutzbringend ist. Genau. Also es gibt da dann mehrere Aspekte. Ich schneide jetzt erstmal bloß das Thema an, von wegen das Gegengewicht eben zu diesem automatisch wachsenden Vermögen. Ja, das ist im Endeffekt ein Kernpunkt, von dem ich mich im Endeffekt eben als Währungsüberlegung genährt habe, weswegen ich dann eigentlich nur noch geguckt habe, okay, wenn ich das auflösen will, eben das Schuldgeldsystem, und das einen anderen Mechanismus haben möchte, um einen Gegengewinn, dann ist nur noch die Frage, wie kriege ich das Geld an die Leute? Weil das war sozusagen
Ich habe eigentlich eher nach einer, ich habe nicht gesucht, wie kann ich das Grundeinkommen finanzieren, sondern ich habe mir überlegt, wie kriege ich, wenn ich eine alternative Geldschöpfungsmodell haben will, wie kriege ich das Geld unter die Leute? Sozusagen. Also deswegen, also ich habe mich eben dem Grundeinkommen von einer ganz anderen Richtung ernährt. Das heißt, wie kriege ich das Geld runter und wie kriege ich es in Umlauf? Das heißt, dann war das bedingungslose Grundeinkommen nur die logische Konsequenz einer alternativen Geld- oder einer alternativen Währungsform. Genau, weil im Endeffekt eben der Gedanke war, Geldschöpfung ohne Schulden. Wie gesagt, das mit dem und dann eben muss ich aber dieses Geld irgendwie unter die Leute bekommen. Weil wer startet? Weil ich kann ja nicht, eine andere Option wäre zu sagen, okay, der Staat kann ab jetzt alle seine Ausgaben sozusagen eine Parallelwährung machen, aber wo habe ich dann eine Kontrolle, wo habe ich eine Begrenzung, wo sorge ich dafür, dass diese Währung eben nicht beliebig inflationiert und wertlos wird? Weil so eine Währung nützt mir nichts. Und beim Grundeinkommen, wir reden hier durchaus von einer sehr hohen Geldmenge. Ich weiß nicht, wie weit Sie sich mit den Zahlen schon beschäftigt haben, was Geldmengen sind und so weiter. Es ist im Endeffekt auch vernachlässigbar, weil das ist, in dem Hinsicht ist es vernachlässigbar, weil wir in Deutschland eine sehr optimale Situation haben, was die Preissteigerung angeht bei Lebensmitteln. Thema Discounter. Bei den Lebensmitteln merken wir am allerwenigsten, wie sehr die Geldmenge zunimmt. Zum Glück, eben, wie gesagt, Discounter sorgen dafür, dass da nicht so viel Spielraum ist und dass es ziemlich schwierig ist zu machen. Und deswegen ist es auch wieder gut, diese Parallelwährung benutzen zu können und diese Strukturen vorzufinden. Einfach um diese Preissteigerung, die ist auf jeden Fall, weil ich will da auch nichts vormachen, weil wenn diese Parallelwährung, selbst wenn wir mit 100 Euro anfangen und wenn wir irgendwann auf diese 1000 Euro kommen, das ist eine unglaubliche Geldmenge und die wird sich auch in allen Preisen niederschlagen. Das heißt, auch die Mieten werden natürlich steigen, so wie es früher mal diese Wohnungsbauprämie gab, die Eigenheimzulage, wo man dann ganz erstaunt festgestellt hat, als man die abgeschafft hat, sind ja die Baukosten sozusagen oder die Preise so ziemlich um genau den Faktor gefallen. Das heißt, eigentlich sind diese Erträge, die dem Eigenheim schaffen, nützen sollten, sind sozusagen von den Bauträgern, von den Unternehmen abgeschöpft worden. Und zu einem gewissen Teil, je nachdem wie die Konkurrenzsituation eben auf dem Markt ist, würde das mit dem Grundeinkommen, das eine zusätzliche Nachfrage erzeugt, oder auch zusätzliche Einkommen ja hat, wird es auch stattfinden. Aber auch an der Stelle, ich kann keine genauen Aussagen darüber machen, wo wird es sich wie auswirken, wird jetzt das Brot um 2 Cent teurer oder 2%, wird das Auto um 15% teurer, weil es natürlich ein größeres Luxusmittel ist oder und. Lässt sich alles im Endeffekt stufenweise eigentlich nur erleben, weil alles andere ist in den blauen, in den Kaffeesatzwesen. Die Frage ist nur, ob man den Überlegungen, dass es nicht zu einer Katastrophe führt, folgt. Das heißt, man kann natürlich auch annehmen, wenn diese Währung gemacht wird, 1000 Euro, kommen dazu, wie viel hat heute jemand als Einkommen zum Ausgeben, das heißt, es verdoppelt sich eigentlich, wenn man locker was eine Person zum Ausgeben hat, ob die Preise sich dann auch schnell verdoppeln. Ist die Frage. Man könnte sich jetzt natürlich die Parallele machen, okay, zur Euro-Umstellung, da haben sich aber die Löhne nicht verdoppelt, die haben sich halbiert und trotzdem sind die Preise ziemlich schnell angestiegen. So, will man da jetzt eine Parallele ziehen? Wie gesagt, ich würde das nicht machen, weil es nicht der gleiche Mechanismus ist. Und weil im Endeffekt auch die Abgaben auf diesen 1000 Parallelwährungen ja nicht laufen. Aber ich kann Ihnen da wirklich keine verlässliche Antwort geben. Wenn die Ängste bestehen, kann ich zumindest erläutern, warum ich eben, Beispiel Discounter, Preiswettbewerb, überzeugt bin, dass die relevanten Lebensbereiche von einer Preissteigerung in der Form nicht so stark erfasst werden. Vor allem, weil wir nicht mit 1000 Euro anfangen, sondern wie gesagt mit 100. Das heißt, wenn jeder jetzt einen 100er im Monat mehr ausgibt, erwarte ich keinen großen Preisbewegung. Also mir ist dieses Wort Parallelwährung die ganze Zeit zu sperrig, ich sage jetzt einfach Taler. Okay. Also wenn der Kupsch 100.000 Taler eingenommen hat, was macht er dann damit? Legt er die als Bargeld in den Schrank? Oder werden die jetzt auf irgendeinem Konto bei einer Bank, die die Parallelwährung sozusagen führt, gebucht? Die Institution, die das macht, weil ich möchte eigentlich ungern es tatsächlich mit Banken zusammen machen, die das aktuelle System aufrechterhalten. Wenn es Optionen gibt, die Infrastruktur zu nutzen, würde ich das auch machen. Das heißt, es wird auf jeden Fall auf elektronischen Konten stattfinden, weil das Thema ist, ein Taler, es gibt zwar auch diese Regionalgelder, die dann mit Klebemarken und so weiter gesichert sind, das ist mir aber einfach vom Handling her zu unpraktisch. Auch die 1% oder im Endeffekt 12% im Jahr oder 1% im Monat, was sozusagen der Abzug ist, das auf Papierbasis sicherzustellen, ist
Das ist einfach Aufwand und umständlich und wir haben heute zumindest auch wieder in Deutschland eine Infrastruktur, wo ein elektronisches Zahlen, Strom und Internet ist überall verfügbar, so im Großen und Ganzen. Und deswegen elektronische Konten, da wird auch eigentlich täglich dann diese Gebühr abgezogen. Und deswegen ist es an der Stelle einfacher zu sagen, der Kupsch kann das nicht auf die Seite legen und kann auch dieser Gebühr nicht entgehen. Weil das ist ja eigentlich das sicherzustellen, dass diese Gebühr wirklich stattfindet, dass er erstmal diesen Verlust hat, wenn er dieses Geld nicht aufgibt. Also er hat das elektronische Konto, um es kurz zu antworten. Mhm. Gut. Diese 12%, die pro Zins, also ich habe Zins aufgeschrieben, Abgabe, der negative Zins, also die 12% Abgabe pro Jahr, wofür werden die verwendet? Im Gegensatz zu den Regionalwährungen, wo ja im Endeffekt dieses Bild ist, dass dieses als Gebühr tatsächlich eingenommen wird, das ist eigentlich nur, ist an der Stelle überhaupt keine Einnahme wirklich da, weil dieses Geld fließt sozusagen zurück zur Ausgabestelle. Solange das Geld in der Ausgabestelle ist, existiert es nicht, ist es wertlos, weil es nicht in Umlauf ist, weil es keine Geldfunktion erfüllt, um die Geldmenge zu begrenzen. Ah, okay. Weil im Endeffekt, wenn ich ja jeden Monat nur das Grundeinkommen auszahlen würde, dann hätte ich eine unendliche im Endeffekt Geldvermehrung. Mhm. So ist es irgendwann gekoppelt, das heißt auf die hundertfache im Endeffekt monatliche Beitrag. Weil im Endeffekt jeden Monat geht ja 1% weg und das heißt, wenn ich 100 Mal ausgeschüttet habe, kommt sozusagen das gleiche zurück, was ich monatlich ausschütte. Und das heißt, wenn jemand alles ausgegeben hat, weil er es halt benötigt hat, dann wird auch nichts abgezogen. Es geht nicht ins Negative. Also von ihm wird nichts abgezogen, genau. Das wird ja immer von da abgezogen, wo das Geld jetzt ist. Genau. Also das, was sozusagen über ist und nicht benötigt wurde, wird dann was einbehalten. Genau, da wird wieder der Abzug genommen. Ja. Ein Unternehmen, das wirtschaftet, das hat mal Einnahmen, dann ist das Konto im Plus. Und es hat aber auch Ausgaben, das muss Dinge vorfinanzieren. Also beim Kupsch, um bei dem Beispiel zu bleiben, ist es dann so, dass er seine Waren erstmal einkaufen muss, um sie später verkaufen zu können. Muss das vorfinanzieren. Dann kann es auch passieren, dass das Konto im Minus ist. Ist das auch vorgesehen bei der Parallelwährung? Also von der Institution her, die ja sozusagen erstmal diese Konten führt, auf denen das Grundeinkommen ausgezahlt wird, gibt es keine Überziehungsmöglichkeit. Bei Null ist Schluss. Es geht nicht in den negativen Bereich. Wie es privatrechtlich ist, wie er das mit seinen Lieferanten löst oder regelt, ist dann seine Sache, ob er über Lieferantenkredite arbeitet oder ähnliches. Aber definitiv, es gibt keine Überziehungskredite oder ähnliches. Es gibt auch keine Kreditvereinbarung von der ausgebenden Institution. Dann müsste er ja schon wieder Kredite mit anderen, dann ist er ja wieder in diesem Schuldgeldsystem. Er kann es privatrechtlich, also beziehungsweise ist ja auch der Sinn, es privatrechtlich zu lösen. Und da ist im Endeffekt dann das Thema, ja, er ist dann eventuell in der Notwendigkeit, Kredite aufzunehmen, aber gleichzeitig weiß er aber, dass derjenige, der ihm den Kredit gibt, hat 12% Abzug im Jahr. Das heißt, warum sollte er jetzt einen positiven Zins zahlen? Er könnte sich darauf einigen, ich leihe mir jetzt das Geld von dir und zahle dir in 2 Jahren plus minus null zurück. Das heißt, der andere hat trotzdem einen Gewinn von 12% pro Jahr gemacht, aber trotzdem zahlt der Kupsch 0% Zinsen. Wenn der sich darauf anlässt, der andere. Ja. Das ist dann wieder die Frage. Ne? Die Frage an der Stelle ist einfach, weil im heutigen System mit dem Euro kann ich sagen, ich gebe es dir nicht, ich verliere, wenn ich die Inflation jetzt mal außen vor lasse, verliere ich von meinem Geld ja nichts. Der Nominalbetrag bleibt auf meinem Konto ja erhalten. Wenn ich das bei meinem Geld, also wenn ich das in der Talerwährung mache, kriege ich jeden Monat ein Minus. Das heißt, ich verliere mein Geld, wenn ich es nicht dem Kupsch gebe. Ja. Also das heißt, der Anreiz, die Notwendigkeit, auf diesen Vertrag eben einzugehen, ist auch von dem, der das Geld hat, viel, viel größer als heute. Also der Kupsch müsste sich dann quasi am besten einen Kredit holen im gleichen System, im Talerkredit. Ja, wäre natürlich für ihn ideal, weil er den mit Sicherheit billiger bekommt. Wenn er dann ins Eurosystem gehen muss, dann sagt der Kupsch irgendwann, Mai, da zahle ich meine Zinsen und da wird es mir abgezogen, genau. Bleibt mir gestohlen. Also ganz klar. Ja. Ne? Ja, der Unternehmer will schon, dass sein Unternehmen besteht und will auch ein bisschen Gewinn machen. Genau. Und will auch ein bisschen vielleicht zur Seite legen. Also ist Bereicherung vorgesehen in dem System? Darf sich jemand bereichern? Was ist mit diesem Begriff gemeint? Weil das klingt jetzt so, als ob es negativ ist, sich zu bereichern. Weil die Frage ist es negativ zu sparen? Ist es negativ vorzusorgen? Weil die Frage ist, also bereichern ist sozusagen der negative Aspekt des Sparens oder als überzogen.
Und nein, es ist nicht, also jedem ist es gegeben zu sparen. Die Frage ist nur oft auf dem, ich kann nicht auf meinem Girokonto ohne weiteres sparen. Das heißt, wenn ich sagen möchte, ich möchte für meine Zukunft vorsorgen und spare Gelder an, dann muss ich dafür sorgen, dass diese nicht verfallen. So wie ich im Endeffekt mein Haus pflegen muss, so wie ich mein Auto pflegen muss, um es zu erhalten, muss ich für das Geld, was ich sparen will, auch etwas tun. Wie geht es dann? Zum Beispiel, ich mache mit dem Kupschen Vertrag, du zahlst mir in 10 Jahren das Geld mit plus minus null zurück und solange mach damit, was du willst. Nominalsumme zurückzahlen. Genau. Das heißt, im Endeffekt haben wir beide damit einen Vorteil. Der eine kann anfangen zu wirtschaften und der andere hat keinen Zinsverlust. Aber du wolltest vorhin was fragen? Ja. Und zwar mit dem, also, wenn ich das richtig verstanden habe, mit dem 12% Zinsverlust, da wird ja wahrscheinlich jeder sofort das Geld vom Konto vor irgendwelchen Stichtagen abbuchen oder wegtun oder wie auch immer. Also erstens, diese 12% Verlust, die müssen ja irgendwie an einem Stichtag stattfinden oder wie ist es geplant, ist es der durchschnittliche Monat, wo das Geld auf dem Konto ist und so weiter. Das ist mal ein Punkt. Und zum zweiten Punkt ist, das ganze Kapital würde ja bestimmt fliehen. Also dann wird es wahrscheinlich irgendwelche Auslandskonten geben, weil das ein geschlossenes System sein. Und da ja internationale Überweisungen sind ja möglich und wenn die eigentlich nicht möglich wären, dann würde ja das Geld bestimmt abgehoben werden und dann irgendwie durch Kuriere irgendwo weggeschafft oder abgehoben und dann ist es weg oder wie auch immer. Also, kann ich ganz einfach beantworten. Ja, es ist ein geschlossenes System. Ja, es gibt keine Bankautomaten, wo ich erstmal das Geld rausziehen kann und in irgendwelchen Aktenkonten davontragen kann. Das heißt, dieses Geld kann nur auf Girokonten existieren. Also es ist eine völlig elektronische Währung. Es ist eine völlig elektronische Währung. Das muss man dann schauen, wie man im Endeffekt die Leute abholt. Aber definitiv, diese Währung wird elektronisch funktionieren, weil eben genau die Notwendigkeit ist, dass du dieses System nicht entziehen kannst. Um auch die Frage zu beantworten, wie wird diese Gebühr eingetrieben, damit diese Stichtage entfallen, ist sozusagen jedes nächtlich finden die Buchungen statt oder sozusagen die Abwicklung. Das heißt, jede Nacht so irgendwie um 1 Uhr wird 1/31 von den Guthaben abgezogen. Also 1/31%. Und damit, in dem Moment kannst du auch das Geld, also du kannst selbst das nicht im Transfer halten. Also so wie heute, wie man sich das vorstellt, so von wegen 2 Tage Banküberweisung. Nein, dieses System ist auch noch ein Echtzeittransaktionssystem nach Möglichkeit. Das heißt, wenn die Überweisung losgeht, ist sie sozusagen in dem Moment, wo das abgezogen wird, ist es auf dem anderen Konto ja gut geschrieben. Das ist ja ein Institut, das ist ja ein System. Das ist ja von A nach B. Das heißt, der Abzug findet zum gleichen Moment statt wie die Zubuchung. Das heißt, auch zum Zeitpunkt, wenn diese nächtliche Gebühr sozusagen eingezogen wird, sind alle Guthaben da. Also du kommst um die Gebühr nicht drumherum. Also soweit, ja. Also was mir sympathisch ist an dem Modell, ist, dass es halt kein Schuldgeldsystem ist, dass es sich nicht vermehrt, die Geldmenge. Wobei man natürlich auch gucken muss, wie preisstabil sind die Preise. Weil auf Dauer, wenn sich die Geldmenge nicht vermehrt und die Preise immer mehr steigen, dann hat man auch ein Problem, denke ich. Oder habe ich einen Denkfehler gemacht? Da wäre im Endeffekt die Umkehrfrage, warum steigen denn überhaupt die Preise? Naja, oftmals sagt man, weil halt der Geldumlauf steigt. Ja? Aber du hast ja auch gesagt, es kann schon mal sein, dass die Preise steigen bei Einführung der Währung zum Beispiel, des Talers. Ja, genau. Das kann passieren. Mhm. Und also mit anderen Worten, 1000 Taler heute sind in 20 Jahren vielleicht nur noch 700 Taler wert. Genau. Also im Endeffekt, um das aufzugreifen, da ein bisschen was zu sagen, das Thema Inflation. Erstmal ist der Begriff leider, er illusioniert etwas, was wir überhaupt nicht feststellen können. Weil das Thema ist, ich kann nicht wirklich bewerten, ob das Auto, weil es jetzt so und so viel Prozent teurer ist als im Jahr davor, liegt es an Inflation, sprich daran, dass die Geldmenge ausgeweitet wird. Weil das ist ja immer der Bezugspunkt zu sagen, die Inflation findet deswegen statt, aufgrund der Geldmengeausweitung. Ja, die Frage ist aber, Ressourcen können knapper werden, die Ernte kann schlecht ausfallen. Das heißt, es hat nicht mit der Geldmenge zu tun, sondern damit, dass das Angebot verknappt wurde, dass die Preise steigen. Also im Endeffekt, das Problem ist erstmal, dass dieser Inflationsfaktor nicht sinnvoll berechenbar ist, weil er nicht wirklich, weil die ganzen sonstigen Informationen, die sozusagen diese Preisbildung einfließen, kriege ich nicht raus. Das heißt, ich kann die gar nicht von der Inflation trennen. Das heißt, so eine Aussage von 1,8% Inflation ist eigentlich totaler Quark, weil dieser Warenkorb sagt überhaupt nichts aus. Weil er kann überhaupt nicht sagen, warum das Produkt in dem Warenkorb teurer oder billiger geworden ist. Das ist erstmal der eine Aspekt.
deswegen die Schwierigkeit, das festzustellen. Das andere ist eben der Punkt, eben zu Beginn der Einführung dieser parallelen Währung und eben das Zunehmen der Geldmenge. Deswegen, die Geldmenge nimmt schon zu, sie nimmt dann immer langsamer zu, weil natürlich eben, je mehr Geld im Umlauf ist, desto höher ist ja das, was über diese Gebühr zurückgezogen wird. Kleiner Moment, bitte. Ja. Weil das muss ich gerade, ich kann mich gerade nicht so konzentrieren, weil da kommt da das interessiert mich halt Antwort. So, alles gut, weiter. Genau, das Pudelscan. Ja. Genau, der Punkt an der Stelle ist, so gerne ich natürlich eine Aussage darüber machen können wollte, wie wird sich der Preis verändern, sind die Seiteneffekte zu groß, sie werden sich verändern und also die Schwierigkeit, dass wenn dieses System erstmal etabliert ist, wenn die Geldmenge erstmal eine relevante Größe erreicht hat und dann tatsächlich nicht mehr im größeren Maßstab steigt, dann ist die Frage, wo soll der Impuls herkommen, dass Preise teurer werden? Weil heute ist es tatsächlich eigentlich immer so, zumindest aus der Geldtheorie auch her, ist es immer deswegen so, weil immer mehr Geld im Umlauf gesetzt wird und durch diese Geldentwertung müssen die Preise in gewissem Maße steigen, soweit sie sozusagen nicht durch Industrialisierung, durch Mechanisierung, durch Automation verbilligt werden. Weil deswegen die meiste Preissteigerung merken wir überhaupt nicht. Das heißt, selbst wenn ein Auto sich um 5% verteuert hat, kennen wir die wirkliche Preissteigerung nicht, weil gleichzeitig haben sich ja die Produktionskosten um 10% gesenkt eventuell. Wer berechnet diesen Faktor? Wer garantiert mir zu sagen, eigentlich mal angenommen, die Geldmenge wäre komplett konstant und hätte keine Auswirkung auf die oder keinen Einfluss auf den Preis, dann hätte eigentlich das Auto statt 5% teurer, hätte es sogar 5% billiger werden müssen. Das ist nicht geworden. Kann dieser Warenkorb überhaupt keine Aussage zu machen, weil wer will zu VW gehen und sagen, sag mal, wie viel hast du eigentlich deine Arbeitskosten gesenkt? Und produzierst du jetzt das Gleiche, produzierst du mehr? Und. Also wie gesagt, die Aussage ist leider nicht möglich und die Stabilisierung findet insoweit deswegen statt. Das heißt, wenn diese Geldmenge dann über längere Zeit ja konstant bleibt, ist eigentlich kein Grund da, warum sich das Grundeinkommen wirklich erhöhen müsste, im Gegenteil. Das heißt eigentlich, das was wir eigentlich in den letzten 50, 100 Jahren ja erlebt haben, aufgrund der Industrialisierung, wir können uns mit unserem Arbeitsankommen, Thema ist so 1970er, war glaube ich so der Peak, wo sozusagen von dem Arbeitsankommen, was ich monatlich bekomme, mir immer mehr leisten konnte. Seit 1970 ist, glaube ich, so teilweise die Aussage, seitdem ist es rückläufig. Seitdem gehen sozusagen die Durchschnittskonsummöglichkeiten der Masse zurück. Und es war damals eine Hochzinsphase, die ihresgleichen gesucht hat. Das heißt, wenn man irgendwas zum Zurücklegen hatte, dann hat das richtig Zinsen gebracht. Also wieder in diesem ganzen Schuldgesystem. Genau. Und sozusagen, da ist sozusagen auch der Anschub gewesen, je höher die Zinsen, desto schneller geht diese Entwicklungsspirale los. Und desto schneller müssen im Endeffekt von Arbeitseinkommen ja auch die Schulden bezahlt werden. Das heißt sozusagen mit jedem Euro, auch wenn es dem Arbeiter nicht bewusst war, den er gespart hat, hat er seinen eigenen Arbeitsplatz wegrationalisiert, weil das Unternehmen die Kosten einsparen musste, die Bank teilweise verteilt. Aber diese Parität existiert nicht ganz. Also deswegen Schuldgeldsystem und Sparbeträge und so weiter, das hat jetzt nichts miteinander zu tun. Aber es sind Auswirkungen in der gleichen Richtung. Von wegen, wenn ich Zinserträge habe, muss ich auch irgendwo die Kosten senken. Und die bestehen im Normalfall in Form meines Arbeitsplatzes. Ja, und die Zinserträge bewirken auch, dass die Geldmenge steigt. Also ich denke, das hat schon was mit dem Schuldgeldsystem zu tun. Wenn ich, sagen wir mal, 1000 Euro anlege und kriege dann 1100 Euro wieder und hebe die ab und bringe die in den Geldkreislauf ein. Und das würde jeder so machen. Ich meine, klar, das ist nur zu 2-3% gedeckt, also mit gedrucktem Geld, ja? Aber ich weiß nicht, wo mein Denkfehler gerade ist. Es liegt daran, wie das Geld erzeugt wird. Solange das Geld jetzt erzeugt wird, mit einem Zinsgebot unter die Leute gebracht wird, also es wird dann erstmal in den normalen Geschäftsbanken gebracht, aber die müssen ja irgendwann, die versprechen ja, dass sie dieses Geld zuzüglich eines Zinses zurückzahlen an die Zentralbank. Und wo soll denn der zusätzliche Zins herkommen? Der kann ja nur daher kommen, dass man sich eben wieder neues Geld von der Zentralbank machen lässt. Und deswegen ist es mathematisch einfach sonnenklar und kann gar nicht anders sein, solange man bei der Gelderzeugung
Zinsen verlangt, bevor man das Geld hergibt, muss die Geldmenge dauernd steigen. Das geht sonst nicht anders. Ja, deswegen, ich möchte es gerade auseinanderdividieren, weil das ist eben der Bezug. Wenn jemand, der bei einer Bank spart, Zinsen bekommt, dann bekommt er schon geschöpftes Geld. Es wird durch die Zinsgutschrift auf einem Guthaben wird kein Geld geschaffen. Die Geldschöpfung findet in dem Moment statt, wenn der Kreditvertrag unterschrieben wird. Also es gibt zwei Stufen. Das eine ist natürlich die Geschäftsbanken, eben eine deutsche Bank, die zur Zentralbank geht und sagt, ich brauche jetzt Zentralbankgeld. Weil es sind, weil Giralbankgeld und Zentralbankgeld sind zwei unterschiedliche Dinge, ich möchte das nicht alles im Detail erläutern. Aber wenn ich jetzt als Unternehmer sage zur Bank, Deutsche Bank, ich brauche jetzt 1 Million, ich möchte da ein neues Gebäude hochziehen und, dann ist im Endeffekt in dem Moment, wo das Unternehmen den Kreditvertrag unterschrieben hat und die Deutsche Bank diese 1 Million auf dem Konto des Unternehmens gut schreibt, da ist die Geldschöpfung. In dem Moment findet die Geldschöpfung statt und das Unternehmen ist jetzt, indem es die Bauarbeiter bezahlt, indem es die Angestellten bezahlt, damit kommt das Geld sozusagen in Umlauf. Und eben von diesen Umlaufgeldern, die dann das Unternehmen ausgegeben hat, von da müssen dann die Zinsen gezogen werden. Das heißt, die Bank verteilt es relativ wenig, weil die meisten Kredit oder meisten Zinsen sind ja zum Beispiel Dividenden. Die sind sozusagen direkt von dem Unternehmen, ein Teil von diesem Geld, von dieser 1 Million, wird auch für Dividenden zahlen. Und so kommt sozusagen der Zinsertrag zustande. Diese Zinsguthaben bei Banken ist natürlich nur ein kleiner Betrag. Vieles ist bei Versicherungen wiederum angelegt, wo man dann hier und da Verzinsungen in irgendeiner Form bekommt und. Also es gibt einen Haufen Stellen, an welchen Stellen von Kapitalmärkten Zinserträge in verschiedene Richtungen verteilt werden. Es gibt einen Haufen Produkte von den Fonds und direkten Aktien und. Also wie gesagt, aber eben die Geldschöpfung als solches findet bei der Kreditvergabe statt. Damit kommt das Geld in Umlauf. Das Zins ist nachher nur noch die Verteilungsspirale. Okay. Fragen? Diskussion? Ja. Es wurde vorhin von dir mal geäußert, dass es vielleicht so weit kommt, dass der Staat den Taler anerkennt und das bedingungslose Grundeinkommen und jetzt sagt, wenn jemand ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommt in Talern, dann zahle ich ihm kein Hartz IV mehr. Jetzt gibt es aber leider Leute, die mit ihrer Freiheit nicht richtig umgehen können und die dann jetzt ihre ganzen Taler ausgeben und dann haben sie nichts mehr, können sich nichts mehr zu essen kaufen, können ihre Miete nicht zahlen. Und wenn sie krank werden, haben sie auch keine Taler, um den Arzt zu bezahlen. Dann fallen sie ja doch wieder in die staatliche Hängematte und es ist eigentlich überhaupt nichts damit erreicht. Oder sollen wir die verhungern lassen? Oder an der Krankheit sterben lassen? Das ist im Endeffekt die Frage. Also an der Stelle wird es insoweit schwierig, weil wenn ich über meinen Bedarf hinaus hinweg konsumiere, also beziehungsweise eigentlich das System so schnell wie möglich ausnutze, in dem Gedanken, es wird mich ja dann weiter unterstützen, werde ich auf jeden Fall nichts gewinnen. Ich sage nicht, dass die Leute verhungert werden sollen, aber ich sage, dass das System des Grundeinkommens dieses Problem nicht lösen wird. Das System des Grundeinkommens wird sich genau darum nicht kümmern. Es geht darum, Verantwortung auch für sich selbst zu übernehmen. Das heißt, entweder es finden sich Menschen, die in irgendeiner Form diese Person dann einen Monat durchfüttern und sagen, aber nächsten Monat gehe ich an dein Konto und du nicht. Aber das wird nicht dieses Grundeinkommen machen. Weil ich bin nicht dafür, dass es irgendwelche Regelungen gibt, die mit diesem Grundeinkommen verbunden sind, die irgendetwas beschränken in dieser Hinsicht. Dann wird man aber die Bürokratie des Staates nie abschaffen können. Weil diese Menschen gibt es halt. Das war natürlich auch ein Gedanke. Als du angefangen hast, so nach einer Viertelstunde habe ich gedacht, so kamen jetzt so zwei Sätze. Also wie frei dürfen wir sein in unserer Gesellschaft und wie frei können wir sein? Also das ist so, Freiheit ist nicht nur von etwas, sondern auch zu etwas. Ich kann mich 100-mal über den Staat aufregen, aber ich muss auch mit meiner Freiheit umgehen. Und ich komme aus der sozialen Arbeit, das heißt, ich habe mit ganz vielen Hartz-IV-Empfängern schon gearbeitet auch und weiß genau, was auch Peter teilweise meint. Also es ist auch eine Selbstverantwortung zu haben, zu übernehmen, muss auch erstmal gelernt sein. Und ich hatte auch vorhin den Gedanken, dass ich gedacht habe, wenn dann alles ausgegeben ist, wo ist dann das Netz? Mhm. Ne? Also im Grunde gehört zu, ich finde das Modell klasse, weil es ein sehr freiheitliches Modell ist, aber es gehört dazu auch eine, ich sag mal,
eine Veränderung in der Gesellschaft und in jedem Einzelnen, damit verantwortungsbewusst umzugehen. Das System muss irgendwie funktionieren. Die Frage ist doch eigentlich, weil das kann ich selbst nicht beantworten, wie ist es denn jetzt heute? Weil der Hartz-IV-Empfänger kriegt ja auch nur sein Geld und wenn er das zu schnell in, was weiß ich, ins Motorrad, in die neue Serieanlage investiert, von was kauft er sich dann morgen sein Brot? Kann er dann zum Amt gehen und sagen, er kann zum Amt gehen, soviel ich weiß, also zumindest früher war es so, und kann auch für bestimmte Dinge einen Kredit haben. Um auf all diese Sachen nochmal eben einzugehen, also meine Information ist, also ich komme auch aus dem sozialen Bereich und habe auch schon mit Hartz-IV-Empfängern gearbeitet und so weiter. Es ging jetzt nicht nur darum, aber diese Menschen gibt es. Es sind jetzt aber nicht so viele. Das Gros der Hartz-IV-Empfänger sind Leute, die den Arbeitsplatz verlieren und die dann nicht über die Zeit, über diese Zeit das Arbeitslosengeld bekommen. Ich möchte auch was anderes raus. Und das Ding ist, ich denke, die Situation wird sich eher dadurch verbessern, weil das Gros der Leute, die jetzt Hartz IV bekommen, sagen wir mal so, diese 80%, die scheitern daran, dass es in unserer, in unserem Staat, in unserer Wirtschaft zu wenig Arbeitsplätze gibt, weil ich jetzt mal so pauschal sage, das Mögliche. Unter anderem Bereicherung von Firmen, muss man ja mal so sagen, oder aber auch eben einfach Automatisierungsprozesse. Dadurch sind mehr Leute ohne Arbeit als früher. In der Generation meines Vaters zum Beispiel war das überhaupt nicht der Fall, seltenst. Ja. So, und dann aber die, dann würde es wieder so werden wie früher, dann nämlich die, die krank sind, oder ich sage jetzt mal drogen- oder spielsüchtig oder was weiß ich, die fallen durch die Maschen, das sind aber nicht so viele. Dafür würde es dann zum Beispiel wieder, wo unser Einzelnen arbeiten würde, soziale Beratungsstellen und bla 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 geben und so weiter, wo dann solche Leute hinkommen würden. Und da müsste man überlegen, was man macht. Und das wären die, die jetzt eben kein eigentliches Hartz IV bekommen, sondern die jetzt auch Sozialhilfe kriegen, weil sie zum Beispiel krank sind. Die kriegen dann dasselbe, was Hartz IV ist. Das ist 700 Euro oder sowas in der Kante, also 350 plus Wohnung. Die Grundsicherung. Das andere ist ja mehr. Und dann könnte man sich was überlegen, dass man das so quasi sanktioniert, in Anführungsstrichen, dass man sagt, okay, Geld ausgegeben, Schulden gemacht, okay, dann wirst du halt runtergestuft, kriegst halt deine Sozialhilfe, womit man auch noch irgendwie hinkommt, aber eben nicht mehr das, bis du wieder zeigst, dass du mit Geld umgehen kannst und kannst wieder dein bedingungsloses Grundeinkommen haben. Ist, ne, wenn jemand bereit ist, zum Beispiel, ich sag jetzt mal, an seiner Spielsucht zu arbeiten, wo es Geld ja nun dann hin. Dann hast du wieder eine Reglementierung. Das wieder stimmt, ja, das, hat man, das ist aber nicht sehr viel, weil das trifft 5% aller Bürger insgesamt. Und ich denke, es wird nicht mehr. 5% sind, das kann ich nicht sagen. Also, ich denke, ich gebe dir recht, es gibt viele Hartz-IV-Empfänger, gerade in unserem Alter, die den Job verloren haben. Ich habe zwei Bekannte, die wirklich leiden. Die wollen arbeiten, die kriegen keine Arbeit, die fühlen sich vom Amt kontrolliert, reglementiert. Das ist ein Problem. Aber es gibt halt auch, ich denke, mehr als 5%, die halt sozusagen eine erlernte Hilflosigkeit haben, um es jetzt mal mit dem sozialpädagogischen Begriff zu sagen, die vielleicht schon mit Großeltern und Eltern in der Sozialhilfe in der damaligen waren. Und jetzt ist man halt auf Hartz IV, so die dann auf dem Schulhof sagen, na, ich harz dann später. Also das ist, ne? Hm. Da müsste man natürlich sich was überlegen, weil ein Einwurf, und zwar, das sind ja die, die nur, vorher gab es ja dann nur Hartz IV. Wenn es aber dieses bedingungslose Grundeinkommen gibt, das fällt ja dann raus. Weil so gibt es ja für alle Hartz IV und dann sagen, ja, okay, wir haben jetzt Hartz IV und verschweigen unsere Einnahmen. Da es aber dann dieses bedingungslose Grundeinkommen gibt, ist das doch Quatsch, weil das ist mehr als das, was es denn als Sozialhilfe Hartz IV dann geben würde. Es geht ja nicht darum, dass die was verschweigen. Das habe ich jetzt gar nicht mal unterstellt. Das gibt es aber auch. Das gibt es auch oft genug, ja. Das weiß ich. Schwarzarbeit blüht, aber das habe ich jetzt gar nicht gemeint, sondern ich habe wirklich Leute gemeint, die einfach mit dem Geld nicht umgehen können, aus diversen Gründen. Ja, und das wäre damit aber auch abgedeckt. Das habe ich gerade in einem zusammengefasst. Kranke Menschen, Leute, die, ich sage jetzt mal, spielsüchtig sind, das wäre dann alles der Topf, wo man sagen würde, okay, das ist die frühere Sozialhilfe, die gibt es dann. Das ist nicht viel. Wohnung wird bezahlt bis zu, ich weiß nicht, 40 Quadratmeter und dann gibt es 350 Euro im Monat. Das gäbe es wieder viel sinnvoller als das Hartz-IV-Modell, also meiner Meinung nach. Ja, im Endeffekt, ich kann dazu auch vor allem erstmal bloß meine Meinung dazu sagen, weil, wie gesagt, das Grundeinkommen, was ich ja vorgestellt habe, geht ja gerade von dem privatrechtlichen Anspruch aus. Das heißt, es wird nicht die staatlichen Leistungen erstmal ablösen oder ersetzen. Was du gerade eben schon gesagt hast, die erlernte Hilflosigkeit, das ist, ich weiß nicht wirklich, wie viele von den Menschen es sozusagen gewohnt sind, hilflos zu sein.
Das heißt aber eben, ich mache hier nicht Klick, morgen führen wir das ein, alles andere ist weg. Dieses Übergang ist ein Prozess von 10, 20, vielleicht 100 Jahren, keine Ahnung, wie lange diese Stufenumwandlung im Endeffekt einen Menschen, den ich sozusagen die Verantwortung abgenommen habe und eigentlich nicht in die Verantwortungslosigkeit, aber im Endeffekt, dass er sich selber eigentlich nicht mehr, ja, eigentlich sozusagen überlebensfähig ist in dem Sinne, ohne Hilfe von außen. Das heißt, diesen Menschen muss ich erstmal wieder dazu ermächtigen. Das heißt, dieses System wird die Menschen nicht einfach fallen lassen, weil die Frage ist doch, die Menschen, die heute, jetzt die drei kommen, alle aus dem sozialen Bereich, da ist ja auch ein bestimmter Impetus da, diesen Menschen zu helfen. Ist das, wenn das Grundeinkommen kommt, ist das alles weg? Oder wird das eigentlich dadurch gestärkt? Das heißt, selbst mal angenommen, die staatlichen Strukturen werden dann eben nach und nach abgebaut. Warum sollte die Gesellschaft von sich aus nicht in der Lage sein, diesen Menschen Strukturen zu schaffen, die ich nicht in irgendwelchen Regeln, die ich nicht in diesem Grundeinkommenssystem, nicht in dieser Institution verankern muss, sondern die ich in dem Bewusstsein der Menschen füreinander verantworte. Und das ist im Endeffekt auch mein Punkt, Thema Freiheit. Ich entscheide mich dafür, Menschen zu helfen, wenn es mein Anspruch ist, aber das mache ich nicht durch Regeln, das mache ich nicht durch ein eingedampftes Hartz-IV-Gesetz, sondern das mache ich auf gesellschaftlicher, freiwilliger Basis. Und wie könnte das dann aussehen, rein praktisch? Ganz praktisch, ich erinnere mich da immer, ich weiß nicht, das ist glaube ich aus England, oder? Da gab es irgendwie so eine Sozialhilfe-Dingsbums, nicht Caritas, die hießen bei denen glaube ich anders, die es glaube ich heute immer noch gibt, aber die sozusagen durch den Staat marginalisiert wurden, weil der Staat ja diese ganze übernommen hat. Mir fällt leider der Name nicht ein. Das sind sozusagen auch dieses Klassische, die mit dem Klingelbecher irgendwie standen in den armen Industrievierteln damals, wo auch Marx und Engels zu den Zeiten unterwegs waren und die sich im Endeffekt genau um diese sozusagen die ganzen Religionen, also ich will das Thema Religion nicht aufmachen, aber die ganzen Kirchen, die ganzen Organisationen, die an die Kirchen dranhängen, die machen ja auch unglaublich viel soziale Arbeit. Das wird nicht alles vom Staat, also das teilweise wird eingezahlt, teilweise nicht. Meinst du die Heilsarmee? Ja, genau. Die waren ja eigentlich eine private Organisation, soweit ich das früher weiß. Und warum sollte es sowas nicht wieder geben? Es gibt heute, der Staat zieht sich eigentlich aus immer mehr Bereichen ohnehin zurück. Das heißt, er übergibt eben heute der Caritas irgendwelche Vorsorge, er gibt über irgendwelchen anderen die Altenpflege und. Das heißt, er streicht es doch eh zusammen. Das heißt, Ehrenamt. Ja, genau. Ehrenamt ist dann das Klassische. Und heute bekommt jemand, der Ehrenamt macht, also nein, dann bekommt jemand, der Ehrenamt macht, auf jeden Fall schon mal sein Grundeinkommen. Thema auch Wertschätzung der Arbeit. Das heißt, die Arbeit, die am sozial am wichtigsten ist, wird am wenigsten finanziell wertgeschätzt. Das ist ein anderes Thema. Das ist unsere Gesellschaft, die heute so, aufgrund welcher Mechanismen auch immer, so entwickelt ist. Und deswegen, nicht im System verankern, ermächtigen zur Selbstständigkeit, weil wenn ich diese, das ist eben auch immer der Punkt, es ist immer ein zweischneidiges Schwert, wenn ich diese Regelung im Gesetzbuch verankere, habe ich auch die, im Endeffekt die Strukturen, die Menschen in die Hilflosigkeit drängen. Weil diese Menschen, es ist, ich will das niemandem vorwerfen, aber es ist ein zweischneidiger Mechanismus. Wenn ich jemanden habe, der sozusagen vom Anspruch her nur Hilfe gibt, dann brauche ich jemanden, der diese Hilfe empfängt, weil sonst ist diese Person nicht ausgelastet. Ganz klar. Also ich kann dir sagen, warum soziale Arbeit, Krankenpflege, Altenpflege traditionell sehr gering bewertet wird in der Gesellschaft. Das hat historische Wurzeln. Und das kommt aus einer ganz langen Tradition, weil eigentlich zum Beispiel die Krankenpflege ursprünglich nur auf einer kirchlich-christlichen Ebene stattgefunden hat, in den Klöstern, in den Siechenhäusern, auf einer Ebene für Gotteslohn. Und diese ganze soziale Ebene ist immer noch im Bewusstsein verankert, ja, wo man sagen kann, okay, es ist für Gotteslohn, es ist ein gutes Werk, ja, und das ist historisch wirklich so entstanden. Und es ist bitter für alle, die heute noch in dem Bereich arbeiten, aber es ist halt so. Andere Frage, und zwar, warum sollte der Kupsch sich entscheiden, diesen Taler da praktisch anzunehmen, weil also ich sehe im Moment nicht den Gewinn für das Unternehmen Kupsch, also weil mit dem Geld kann er eigentlich nichts anfangen. Okay, das wäre im Endeffekt... Er kriegt weder Zinsen dafür, noch kann er das irgendwo... Er kann es zwar irgendwo hinlegen, aber dann kriegt er monatlich 1% weniger, hat er dann davon. Und das ist ein Problem, also der wird schauen, dass er damit nichts zu tun hat. Also dann funktioniert das System nicht. Genau, wenn es so funktionieren würde, würde es nicht funktionieren, das gebe ich dir absolut recht.
Deswegen habe ich auch eine Vorstellung, warum es natürlich anders laufen wird. Weil dieses Grundeinkommen, dieses Geld, was eben zusätzlich im Umlauf ist, ist sozusagen dieses zusätzlich ist schon der Schlüssel. Ein Unternehmer, der sich hinstellt und 100% Umsatz hat. Jetzt gebe ich ihm die Möglichkeit, 10% mehr Umsatz zu machen. Zwar nicht in Euro, aber in einer anderen Währung. Erstmal diesen Mehrumsatz. Das heißt, hat der Unternehmer ein Interesse, diesen Mehrumsatz zu machen? Ja, wenn er sich rechnet. So, jetzt ist die Frage, rechnet sich für ihn, 10% mehr Umsatz zu machen? Das heißt, welche Effekte? Das heißt, für das Unternehmen ist nachher das Entscheidende. Was kann ich mit dem Geld machen? Ja, Mai, ich bin halt ein sozialer Unternehmen und ich gebe da ein bisschen was. So sozusagen wie die Regionalwährung von manchen Unternehmen ja vor allem so als sozialer Aspekt auch betrachtet werden, unabhängig davon, wie viel Umsatz sie jetzt wirklich bringen. Es ist ein soziales Prestige, es macht sie bekannt und ich tue was für die Gemeinschaft. Das ist bei so einer Parallelwährung, die bundesweit sozusagen funktionieren soll, mindestens, ist das jetzt ein Anspruch, der da nicht wirklich weiterhilft. Also ist es wichtig für Kupsch zu sagen, hoffentlich finde ich einen Energieversorger, mit dem Kupsch seine Rechnungen bezahlen kann. Das heißt, dann ist das Problem sozusagen vom Kupsch erstmal weg, liegt jetzt beim Energieversorger. Ja, wie gesagt, der wird es versuchen, so schnell wie möglich wegzugeben, das Geld. Ja, das ist ja auch okay. Wie gesagt, die schnellste Möglichkeit ist, dass es seinen Mitarbeitern einfach als Gehaltsbonus auszahlt. Genau. Das heißt, er hat eine bessere Gehaltsbindung, weil dann sozusagen, wenn er, mal angenommen, die anderen Discounter ziehen nicht mit und Kupsch ist der Einzige, der das macht, dann hätte er zumindest einen höheren Gehaltsmöglichkeit für seine Mitarbeiter. Das heißt, er macht seinen Arbeitsplatz attraktiver. Das heißt, wiederum ein Grund, warum Kupsch mitmachen sollte. Das heißt, wie gesagt, es ist immer die Frage, was macht Kupsch mit dem Geld? Wenn sich eine Antwort finden lässt, dass Kupsch mit diesem Geld irgendetwas anfangen kann, sei es, dass es die Mitarbeiter bezahlt, sei es, dass es Lieferanten bezahlt, sei es auch nur, dass der Filialleiter sozial ist und sagt, hier in meinem lokalen Kupsch mache ich das, Kupsch insgesamt macht es nicht, aber der Filialleiter kann es entscheiden und sagt, 10% ist mir okay. Wie gesagt, ich kann die Frage nicht beantworten, aber ich sage dieses Ansporn, weil das ist zusätzlicher Umsatz für ein Unternehmen. Und ich glaube, dass kein Unternehmen, das betriebswirtschaftlich rechnet, sich gegen so einen Zusatzumsatz sträuben wird. Solange der Verwaltungsaufwand, solange ein Gewinn überbleibt. Das ist wirklich zusätzlicher Umsatz. Ja, weil eben das Grundeinkommen kommt vor allem auf der untersten Ebene an. Das heißt, die Menschen, die heute ihre Bedürfnisse nicht maximal erfüllen können. Das heißt, die im Idealfall, oder nicht im Idealfall, aber im Normalfall wahrscheinlich nicht sparen werden, von Umsätzen, die sie vorher nicht machen konnten. Das heißt, bisher sozusagen der Hartz-IV-Empfänger, der alles in Sachleistung meinetwegen bekommt, ist auf dem Markt überhaupt nicht relevant. Der taucht überhaupt nicht auf. Der Staat taucht für ihn auf, aber er selber geht sozusagen nicht konsumieren.